Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. Wir sind schon in der 7. Folge jetzt und haben jetzt endlich, glaube ich, mal die blöden Ruinen verlassen. Haben in der letzten Folge auch unsere Rüstung ein bisschen aufgewertet, ein bisschen was Neues gekauft. Und jetzt werden wir noch mal schauen, wie stark denn diese Rüstung auch im Endeffekt ist. Und ob es uns wirklich viel Vorteil bringt. Also, was ich so Komm. gesehen habe, ist es Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen gar Namen nicht so für dein billig. Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack, komm hierher. Gefällt dir? Ich nehme das Ding gleich mal ein. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Wollte ich hier schon lang? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine komische Falle oder sowas. Ich glaube, hier kommen wir durch. Oh, okay, hier kriegt gleich Schaden. Hier lang. Wollte ich noch nicht lang. Ich wollte. Jetzt schauen wir erstmal da hinten, ob es da hinten. Boah, ich muss aufpassen. Sieht der einladend aus. Wollte mal hier hinten schauen, ob es hier noch was gibt. Nicht, dass ich hier durchrenne und dann gibt es hier auch noch einen kleinen Weg oder so. Na, hier kann man wieder raus, oder? Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Sieht wirklich sehr, sehr einladend aus. Mann, Mann, Mann. Da ist eine Kiste. Wenn ich nochmal nicht rankomme. Bestimmt später rankommen. Machen wir uns mal voll, bitte. Warte da. What the fuck? Da ist die Decke nach unten gekommen. Warte mal, kann ich da? Sieht kann ich das nicht aus. Anders machen? Wenn ich jetzt hier rüberspringe. Warte da. Und hier wieder rüberspringe. Okay, so geht's natürlich auch.
Atreus, komm her. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Anders machen. Oder wir müssen dort oben lang. Hier, glaube ich, können wir nicht hoch, oder? Ah, da haben wir Runensteine. Okay, oder so eine Runentruhe. Können wir denn hier oben lang? Geht's nicht lang. Eins hätten wir. Ja, wie komme ich da rüber? Ah, okay. Jetzt, Junge. Okay, jetzt fehlen aber noch Runensteine. Die wollte ich schon gerne mitnehmen. Ich wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Zwei fehlen uns noch, die würde ich schon gerne mitnehmen wollen. Kann uns das Ding nach oben fahren? Hier scheint es weiter zu gehen. Komm, lass uns mal hier runter gehen. Wir am Anfang wahrscheinlich wieder, oder? Ja. Oh, wir sind wieder hier. Ich sehe aber auch keinen mehr. Ist hier unten vielleicht noch irgendwo was? Geht's ein bisschen leicht, aber die Tür ist ja schon offen. Ich
Hier lang. Nervt es jetzt mit der Truhe? Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge. Na, ich gehe noch nicht weiter. Geh dann nochmal zurück jetzt. Ich will diese blöde Rune haben. Muss doch hier irgendwo sein. Da ist er. Sehr schön. Das hätte mich jetzt genervt, wenn ich ihn nicht gefunden hätte. Von drei Hörner. Ja, die Rage verstärkt insgesamt noch eine grüne Welt. Okay. Sehr schön. Schaut schon nice aus. Auch hier mit den Statuen richtig episch gemacht, finde ich. Geil. Sieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Soll ich dir die Runen vorlesen? Erstmal muss ich einsammeln. Quacksilber. Schauen, was es hier noch so gibt. Ah, okay, was ist das hier? Das kann ich nicht benutzen. Vielleicht muss ich es erst lesen. Ja, lies mal vor, komm. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Kaffee, Leute. Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Ja, da wäre doch hier schon was. Dann dreh mal. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Okay, das ist ein bisschen heftig. Oh,
Wenn ich das so sasse. Hat sich noch nicht viel getan. Ah, ja, ich verstehe. Okay, jetzt müsste ich eigentlich den hier anhalten. Der unten scheint unten zu sein. Der Teil ist richtig. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Geil. Ich mag so eine nordische Mythologie, ist immer geil. So, okay. Sehr schön. So, jetzt schauen wir hier aber noch mal. Ich mag das. Oh, das Erkunden ist schon cool. Ist zwar jetzt kein Open World, aber halt auch nicht so Schlauchlevelmäßig, wie ich es mir zu Anfang gedacht hatte. Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Okay, hier werden wir nirgendwo hochkommen. Dann gehen wir hier wieder runter. Atreus, komm! Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Ne, geht da lang, dann gehe ich da lang. Sind auch wieder so Inschriften und sowas. Was ist das da oben? Ah, hier ist ein Seil oder sowas. Können wir was machen? Können wir hier was machen mit den Runen? Nee. Okay, wenn es hier schon Energie gibt, dann kommen bestimmt gleich Gegner. Aber wir sind eh voll. Junge, diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. What the fuck? Konzentrieren, Junge! Pass auf, Partner!
Hey, wollen wir mal ein bisschen Energie oder so? Fischer. Okay, probieren wir nochmal. So schwer ist es ja eigentlich nicht. Ich muss nur schauen, dass ich die kleinen Gegner schnell wegkriege. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal die Truhe. Oh, was gibt's hier? Schwerer Umgang, wenn verheerender Flächenangriff die alle Gegner im Entwicklungsbereich einfriert. Okay, da reicht uns die XP noch nicht. Ah, den haben wir jetzt schon. Okay. Okay,
Okay, wie führe ich den jetzt aus? L1 und R2 gedrückt halten. Okay. Hier. Was steht da? Die Runen stehen für die drei Nornen. Die Meuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut? Gäbe es hier... Ah, ich muss sie gleichzeitig erklingen lassen. Aber mir fehlt noch eine. Fehlt mir noch, aber wo ist die? Kann ich sagen, dass die hochgehen soll? Kette runter. Junge. Nimm hier unser Opfer, ein mächtiger Allvater und erlöse Midgard von Hels Willerjagd. Odin, weisester von allen, dessen Atem Asgard und Embla den Ersten des Volkes Leben einhauchte. Wir bitten euren Schutz, sendet eure stolzen Walküren und erschlagt die Todlosen. Sendet eure stolzen Söhne Thor und Baldur, um uns zu schützen. Sendet Drachen und die eisige Horde zu vernichten. Rettet unsere Seelen, dass auf wir euch auf ewigen dienen mögen. Odin hat diese Nachricht wohl nicht bekommen. Oder es war ihm egal. Es geben mir noch... Da ist eins und da hinten ist eins. Fehlt mir aber noch eine. Eine fehlt mir noch. Wo soll denn die sein? Ist die vielleicht hier irgendwo? Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Nein. Irgendwo muss diese blöde Rune sein. Aber wo? Hier ist noch eine Kiste, genau, die wollten wir eh noch mitnehmen.
Verstehe ich jetzt nicht. Hier ist eine. Haben wir uns verirrt? Nee. Was sollen denn die sein? Hier geht's noch hoch. Alter, ich habe keinen Plan, wo diese blöden Runen sein sollen. Also eine zumindest fehlt mir noch. Ich sehe auch keine. Versiegelte Truhe, da ist bestimmt etwas Gutes drin. Also müssen wir später nochmal schauen, aber das nervt mich jetzt schon wieder richtig, weil ich einfach nicht weiß, wo diese blöde dritte Rune ist. Hier oben war ja nichts mehr. Okay, dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Hängt hier noch irgendwas drin? Nee. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir aber an der Stelle eine Pause oder einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist, wenn du wieder einschaltest. Genau, dann wünsche ich noch viel Spaß mit meinen anderen Projekten auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.